Hey, ich bin Jonas. Und weil 2019 ein ganz besonders komisches Jahr war, dachte ich, gebe ich euch einmal, was ich so erlebt habe. 2019, das war krass. Ich habe so viel gearbeitet wie noch nie in meinem Leben. Ich habe so viele Menschen kennengelernt wie noch nie in meinem Leben. Ich wurde von manchen dieser Menschen so enttäuscht wie noch nie in meinem Leben. Ich habe geweint, gelacht, geschrien. Und irgendwie war 2019 ein verficktes Jahr. Und deswegen hier für euch ganz feierlich die Geschichte meines letzten Jahres. Viel Spaß! Der Start von 2019 war der Hammer. Und das meine ich wirklich ernst. Denn am 5. Januar begann meine Reise nach Australien. Und Australien ist, naja, neben Deutschland, glaube ich, mein Lieblingsland, wenn man das so sagen kann. Für einen Monat warteten Sonne, das Meer und scharenweise Kängurus auf mich. Ich war natürlich nicht dort, um Urlaub zu machen. Also auch, aber eigentlich habe ich einen Sprachkurs belegt, um mein Englisch aufzubessern. Und trotzdem war das einer der schönsten Reisen, die ich je unternommen habe. Ich habe vieles über mich selber gelernt. Darüber, was passiert, wenn man einen Club vollkotzt. Warum es wirklich wichtig ist, Sonnencreme aufzutragen. Und wie wunderschön die Welt sein kann. Und Denise war übrigens in der Zeit in Deutschland. Wir haben parallel gevloggt. Warum ich das erzähle? Weil das Jahr sich noch einige Wendungen offen halten sollte. Ein Jahr, in dem ich insgesamt 273 Videos produziert habe, 123 Fotos auf meinem Instagram-Profil veröffentlichte und weit mehr als 1000 Stories. In dem ich mit all meinen Kanälen mehr als 1 Million Menschen dazu gewonnen habe. Doch dazu später mehr. Am 9. Februar war meine Zeit in Australien schließlich abgelaufen und es sollte wieder an die Arbeit gehen. Meinem guten Freund Jonas Wuttke und mir blieben noch exakt 4 Tage, bis unser seit einigen Wochen geplantes Comedy-Format Krass Klassenfahrt endlich in die Produktionsphase gehen sollte. Wir wollten einfach aus Fun direkt mal eine ganze Staffel produzieren. Also riefen wir einige Freunde an und fragten, ob sie mitspielen wollen. Schrieben Skripte, eine Location wurde angemietet, das Übliche. Übrigens, als Hintergrund für euch, Krass Klassenfahrt ist durch die Schnapsidee entstanden, dass man das RTL 2-Format Krass Schule unbedingt mal parodieren und mit YouTubern besetzen müsste. Es kam also eins nach dem anderen und die Drehtage begannen. Allerdings sollte man sich von der Einfachheit, in der ich das gerade runterrede, nicht täuschen lassen. Effektiv hatten wir 5 Tage Zeit, 10 komplette szenische Folgen umzusetzen, die etwa 15 Spielminuten hatten. Dazu kamen 20 Extra-Videos und über 50 Fotos und Miniclips. Wir waren eine Crew aus Freunden und Bekannten. Der Morgen begann zwischen 5 und 6 und die Schlussklappe wurde meist weit nach Mitternacht geschlagen. Eine wilde Mischung aus zu wenig Schlaf, einem völlig abgedrehten Format, einem ausgezeichneten Team, neuen Freundschaften und noch weniger Schlaf. Direkt nach Drehschluss der ersten Staffel hatte ich exakt einen Tag Zeit, Content für meinen YouTube-Kanal vorzuproduzieren, bis ich den besagten Tag später Denise für eine Woche nach Miami begleitet habe, die dort eine Merch-Kollektion shooten sollte. Zurück in Deutschland ging dann ein für alle Male der tägliche Hustle los. Neben meinen YouTube-Videos und der Vorbereitung unseres neuen YouTube-Channels, also Krass Klassenfahrt, begann ich, mich selbst ein wenig überschätzend, meine heiß ersehnte neue Romanidee, Schattenseite, in die Tat umzusetzen und arbeitete wie wild die Handlungsstränge und Figurenkonstellationen aus. Daneben haben Jonas Wuttke und ich in diesem Monat 2 hochwertige Kurzfilme produziert, die mittlerweile für eine Reihe an Kurzfilmwettbewerben nominiert sind. Und dann kam April. Die Arbeit wurde nicht weniger, stattdessen aber die Zeit, die ich mit Freunden oder meiner Familie verbrachte. Dass das auf lange Sicht nicht glücklich macht, war offensichtlich, aber dafür hatte ich kein Verständnis. Die Zeit rannte und das Leben ist eben nicht immer ein Zuckerschlecken. Ich produzierte weiterhin fast täglich Content für meinen YouTube-Kanal. Ich wurde für die KCAs nominiert. Wir produzierten die nächste Staffel Krass Klassenfahrt. 10 Folgen, 20 Extra-Folgen, 1 Dutzend weiterer Fotos und Videos. Ich war einer der 3 Finalisten der About You Awards in der Kategorie Comedy. Ich wurde für den Young Icon Award nominiert und gewann. Der Monat Mai. Unser Kanal Krass Klassenfahrt erzielt den Status der erfolgreichsten Webserie im deutschsprachigen Raum. Jonas und ich konkretisieren unser Ziel, ein eigenes Unternehmen zu gründen und ich nehme Coaching-Sessions, um mich vorzubereiten. Außerdem produziere ich die erste Staffel des Formats 26 Stunden. Mittlerweile waren alle Handlungsstränge meines Buchs ausgearbeitet und ich begann zu schreiben. Bis zur Abgabe blieben mir von nun an 3 Monate. Da ich am Tag schon ausgelastet war, schrieb ich in der Nacht. Juni. Jonas und ich gründeten unsere eigene Firma Moon. Vibe, unter dessen Namen fortan unsere Formate laufen sollten. Ich schrieb weiter an meinem Buch und stellte fest, dass es wohl das längste Buch werden sollte, das ich je geschrieben habe. Mit der komplexesten Storyline. Ich versuchte täglich Videos auf meinem YouTube-Kanal hochzuladen, scheiterte aber. Wir produzierten die nächste Staffel Krass Klassenfahrt. In Frankreich. 5 Drehtage, diesmal mehr Folgen, mehr Extra-Content. Wir konnten das Format zusätzlich an Join lizenzieren, wo es für die ersten Tage nach Veröffentlichung das meistgesehene Format werden sollte. Juli. Das Jahr verfliegt und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, keinen Schritt voranzukommen. Ungebremst flog ich ins Nichts. Von einem auf den nächsten Tag
fühlte ich mich wie ein König, dann wieder wie ein Niemand. Wir ziehen in ein eigenes Büro in Berlin. Ich produziere die zweite Staffel 26 Stunden. Der Krass-Klassenfahrt-Kanal hat mittlerweile über 500.000 Abonnenten. Der Druck in meinem Kopf wurde größer. Eine neue Staffel Krass-Klassenfahrt musste geplant werden, Skripte geschrieben. Das Buch war nicht einmal zur Hälfte fertig, aber ich hatte nur noch einen Monat bis zur Abgabe. Ich plane das Konzept für ein eigenes Parfüm, das ich auf den Markt bringen wollte. Die Community verstand nicht, warum weniger Stories und Bilder auf Instagram hochgeladen wurden. Social Media machte mich fertig, aber es war mein Beruf. Und dann kam August, der hässlichste Monat. Ich weiß. Mit emotionaler Musik manipuliert zu werden, das erscheint nicht fair. Aber es gibt mir die Möglichkeit, euch auf eine vergleichbare Gefühlsbasis zu bringen, auf der ich mich zu diesem Zeitpunkt befunden habe. Wie gesagt, ich hatte zu viel Augen für meine Arbeit und die Projekte, die mich begeisterten. Und ich vergaß einen Teil um mich herum. Andererseits hätte der andere Teil auch anders reagieren können. Oder einfach mal sprechen. Und vor allem manche Dinge nicht tun, die er getan hat. Wie dem auch sei. Es passierte plötzlich, von jetzt auf gleich, sie und ich trennten uns. Und erst einmal brach für mich eine Welt zusammen. Weil es sich fucking scheiße anfühlt. Vielleicht das Beschissenste, was ich je gefühlt habe. Ich habe Freunden erzählt, was passiert war und sie hatten Verständnis. Und haben mir geholfen, wofür ich sehr dankbar bin. Und auch ihr hattet Verständnis. Dafür, dass erstmal keine Videos kamen und sich meine Zeit brauchte. Das zu verarbeiten. Und das zu verarbeiten ist ein langer Prozess, das weiß ich mittlerweile. Genau wie ich gelernt habe, dass Arbeit nicht alles ist. Und dass Liebe und Zeit nichts bedeutet, genauso wenig wie Vertrauen und Enttäuschung. Das kann alles jederzeit passieren. Aber reden kann man viel darüber. Und ehrlich gesagt, sollte jetzt lieber Schluss sein mit dieser Pseudomelancholie. Also kleiner Musikumschnitt. Im September flog ich erst einmal nach Marokko, um einen guten Freund zu besuchen und auf andere Gedanken zu kommen. Mehr oder weniger funktionierte das auch. Vielleicht habe ich abends mal geheult, aber fuck it. Das ist das Leben. Und dreimal dürft ihr raten, wie es weiterging. Ich rückte irgendwie mein Krönchen zurecht. Wir produzierten mit wahnsinnig tollen Menschen die vierte Staffel Krass-Klassenfahrt. Ich reichte etwas verspätet mein fertiges Buch dem Verlag ein. Wir produzierten unsere ersten eigenen Musikvideos. Und ich brachte mein eigenes Parfüm auf den Markt, das es mittlerweile in allen DMs in Österreich und Deutschland gibt und davon sogar direkt drei Sorten. Im Oktober veranstaltete ich mit zwei Freunden endlich wieder eine eigene Party in Berlin. Wir produzierten die erste Staffel Liebe 0815 und ich begann mit Daily Content auf meinem YouTube-Channel. Emotional war ich zwar nicht völlig geheilt, aber ich merkte, dass mein Umfeld, meine guten Freunde und die Zeit mit meiner Familie sehr gut tat. Im November hatten wir mittlerweile drei Mitarbeiter in unserem Unternehmen. Wir produzierten die fünfte Staffel Krass-Klassenfahrt und mein Buch, das Ende des Monats auf den Markt kam, konnte sich wieder als Spiegel-Bestseller behaupten. Im Dezember schlossen sich zahlreiche Produktionen an. Mittlerweile hat unser Unternehmen einige Aufträge erhalten und ich veranstaltete noch einmal eine eigene Party in Berlin mit knapp 1500 Gästen. Man könnte meinen, dass alles wieder ins Lot gebracht wurde. Im Grunde wäre das aber nur die halbe Wahrheit. Ganz klar, das würde ich mir auch nicht selber ausreden. Ich habe in diesem Jahr einiges gepackt. Vermutlich sogar so viel wie noch nie in einem Jahr zuvor. Das Klassenfahrt wurde zum zweitstärksten Newcomer-Kanal 2019 ausgezeichnet. Ich wurde für zahlreiche Awards nominiert. Ich habe ein eigenes Parfüm auf den Markt gebracht und einen 300-seitigen Roman geschrieben. Ich habe über 150 Videos für meinen Kanal produziert, vier Webserien umgesetzt, gemeinsam mit Jonas ein eigenes Unternehmen gegründet. Aber ich habe auch Menschen verloren, die mir etwas bedeutet haben. Ich habe mich viel zu oft gefragt, ob das, was ich tue, überhaupt richtig ist. Ich habe mir dauernd eingeredet, dass alles umsonst war und effektiv habe ich auch wirklich viel falsch gemacht. Das Wichtigste ist also, dass ich aus all den Fehlern lerne und dass ich das meiste im nächsten Jahr anders mache. Sagt sich so einfach, aber lass mich folgendermaßen abschließen. Gewonnen hat der, der die goldene Mitte findet, zwischen in die Zukunft investieren und in der Gegenwart leben, zwischen blindem Vertrauen und gesundem Menschenverstand und zwischen völliger Unterforderung und dramatischer Überlastung. 2019, ehrlich, das Jahr war komisch. Mal sehen, was das nächste Jahr so mit sich bringt. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Habt einen gesunden Rutsch und bis bald wieder. Achso, und wenn ihr wollt, dann schreibt natürlich gerne mal eure Gedanken in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt und bis zum nächsten Jahr.